Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind im Schlafzimmer gelegen habe. Da war es immer sehr kalt. Der einzige Raum, der beheizt wurde, war die Küche. Und morgens stand meine Großmutter als erstes auf, ging in die Küche, nahm oder machte den Küchenofen an. Da wurden Ringe oben in der Herdplatte herausgenommen. Das war dann so klack, klack, klack. Dann wurde Feuerholz reingelegt und dann wurde noch mal der Ofen gerüttelt, damit die Asche durchfiel. Das war so ein Rapper. Und dann wusste ich, aha, jetzt wird es warm in der Küche, Oma kommt gleich und holt dich und dann gibt es lecker Essen. Ja, es werden immer mehr Geräusche, nach meiner Meinung. Und manche Dinge sind einfach auch hektischer, unruhiger. Es gibt positive Geräusche in meinen Augen. Also Kinder sind immer positiv, ob sie schreien oder rennen oder das ist eine sehr positive Sache. Was mir nicht so gefällt, sind diese mechanischen Geräusche, wie zum Beispiel der Fotokopierer oder Autos, die an einem vorbei rauschen. Und das gefällt mir nicht so. Das sind so Geräusche, die mag ich nicht so. Ich glaube, Geräusche sind ja auch Teil einer Geschichte. Und Geschichte ist immer wichtig, dass man sich erinnert. Es ist einfach für mich jetzt zum Beispiel schön, mich an diese Geräusche zu erinnern und vielleicht an andere weitergeben zu können, die sich dann erinnern können an diese Geräusche oder vielleicht eine kleine Vorstellung bekommen von dem Geräusch, was so schön für mich war.